Yo YouTube, und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warships. Und ich sitze heute in meiner Phoenix, dem Stufe 4 Kreuzer der Amerikaner. Und es ist ein 5er Gefecht. Ja, die höchste Stufe ist Stufe 5, deswegen sagt man 5er Gefecht. Mal sehen, was wir jetzt diese Runde reisen können. Ich muss hier mal ein bisschen einlenken. Ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Doch, ich glaube, ich fahre auf C. Also, da drehe ich hier nochmal ab und dann fahre ich schön auf C. Dort hinten. Da. Mal sehen, was wir dort reisen können. Ich habe erstmal HE geladen. Wohl. Ab. Also, PW. Ah, gut. Auf. Ja, mal gucken, was als gegnerischen. Was wir jetzt als gegnerische Schiffe gleich sehen. Was wir. Ja. Es war gerade irgendwie ganz komischer Wortbau, Satzbau, keine Ahnung was. Nicht drauf achten. So. So sieht die Phoenix aus. Schönes Ding. Hat 10 Kanonen. Wie viel Millimeter weiß ich jetzt nicht. Und 2 Torpedowerfer. A3 Torpedos. Wir fahren jetzt aber erstmal der Clemson, unserem Zerstörer der Amerikaner Stufe 4 hinterher. Gucken, was er so zu sagen hat. Und da hinten sehen wir auch schon eine Tenryu. Und eine Omaha. Naja, mal sehen. Die kommen beide dort lang. Ja, okay, aber ich habe hier noch ein bisschen Unterstützung durch eine Kongo. Ein Schlachtschiff. Und hier eine andere Omaha. Ja, dürfte das passen. Dürften wir die hoffentlich hier ordentlich zurückschlagen. So, mal gucken, wo wir hinhalten müssen. So, die Zentrum, da können wir, denke ich, auch panzerbrechend laden. Und da vielleicht einen schönen Zitadellentreffer zu setzen. So, wir markieren noch hier kurz oben das Geschwader an. Damit dort die Flugzeugabwehrkanonen hinschießen. So. Und jawohl, haben wir es versenkt. Und jetzt haben wir natürlich ein großes Problem mit den Torpedos. Oh, wir kommen weg. Jawohl, sehr gut. Dort hinten ist die Oma. Haben wir mal damit AP irgendwas erreichen können. Oh, 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 oh. Das tut weh, das tut weh. Ha, habt ihr gesehen, Half-Life. Also, das ist echt nicht schön, so ein Torpedo. Das tut weh. Oh, da haben wir uns wieder Delle getroffen. Ja, so muss es sein. Immer schön mit AP drauf zimmern. Und jetzt drehe ich ab. Sonst ist das hier nichts mehr. Verrecke ich noch. Das kann ich so ein bisschen voraussehen. Der hier kommt von den Gegnern, kommt hier ziemlich hart was an. Unsere Omaha ist es. Ja, dreht auch ab. Gucken hier hinten. Ist nichts, was uns. Also von uns. Ja, komm, komm. Okay, weg ist er. Dort die ist so, was weiß ich, was das für ein Vieh ist. Haben wir jetzt mit HE beschießen, das macht keinen Sinn, damit, glaube ich, mit AP drauf zu zimmern. Ah, sie haben aber keinen Schaden gemacht, der hat einfach eine zu dicke Panzerung, das ist ein Schlachtschiff. Da können wir nicht viel erwarten, dass wir da irgendwas hinkriegen. Deswegen schieße ich schon mit AP, können wir dem irgendwas zerschießen, anzünden. Okay, ich fahr dort lang. So, gegnerische Schiffe haben wir hier nicht mehr so viele. Das ist schön. Wir haben jetzt uns eine kleine Vormachtstellung erarbeitet. Mit der Tenryu, der Kongo, der Omaha und mir. Der Omaha ist, glaube ich, sogar ja, der Nachfolger von meinem Schiff. Also Stufe 5 und ich bin ja Stufe 4. Also so kann es dann später mal aussehen. So. Ja, sieht ziemlich nice aus. Gut, die, natürlich jetzt ohne die Markierung.
Ohne die Tarnung. Ah, natürlich kann man sie auch holen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt. Da muss ich auch mal gucken, was ich da richtig jetzt einpacke. Dann können wir mal unseren Schüssen hinterher fliegen und gucken, ob wir da irgendwas Schönes sehen. Auf jeden Fall sehen wir dort noch Torpedobomber. Ah, die treffen nicht. Bisschen zu kurz. Okay, da weiß ich das. Und dann, ja. Und ich weiß nicht, warum es immer, wenn ich diesen. Hier, wenn ich Steuerung drücke, laggt es erstmal kurz, aber richtig. Ein FPS. Das ist irgendwie komisch, jetzt muss man richtig aufpassen. Ah, die wollen mir Böses. Ich will nicht, dass es mein letztes Gefecht hier war. Deswegen muss man nur aufpassen, was die Torpedobomber dort machen. Wo sind sie hinter uns? Okay. Da können sie nicht so viel machen. Wir fliegen hier bei uns. Das gefällt mir gar nicht. Der eine Torpedo, der noch übrig geblieben ist, wird uns hoffentlich nicht treffen. Wir sehen vielleicht schon mal noch ein Flugzeug runter. Ne, wurde schon runtergeholt von dem anderen. Wie langsam ist denn das Ding, ey? Oh, aber die Kongo. Ich kann nicht ausweichen, die ist so dick. Putz. Hala hat's Rums gemacht. Ach, passiert. Gibt's Schlimmeres. Zum Beispiel, wenn mehrere Torpedobomber ankommen. Und jetzt habt ihr es gesehen, das hat wieder kurz wirklich ein Standbild gegeben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe auch sonst immer ja manchmal um die. Eigentlich habe ich immer 60 FPS. Manchmal auch irgendwie 72 zeigt es mir oder 76. Das ist komisch, aber normal habe ich 60 FPS. Konnte sein. Also, ich weiß nicht, ob das ein Anzeigebug ist, dass ich immer zwischen. Also, dass es immer zwischen 62 und 58 wechselt, aber ich würde das schon als 60 FPS bezeichnen, oder? Ach, keine Ahnung. Und die Länge ist zu schnell. Da kommen wir nicht so schnell daher. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Na gut, wir können nur schnell hinterherfahren. Die Gegner haben noch 5 Schiffe. Und bei uns sieht es wirklich gut aus. Ich habe eine Reichweite von 13,5 Kilometer. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen fahren, bevor wir da irgendwas treffen können. Ist halt noch Stufe 4, das Schiff. Jetzt dürfen wir die Omaha nicht rammen. Das Gefecht ist dann auch bald zu Ende, denn wir haben 580 Punkte, die Gegner 160 rund. 70, da können sie nicht mehr viel machen. So, Reichweite war. Ja. Mal gucken. Ich fliege mal den Schüssen hinterher. Mal zu gucken, ob es sich lohnt. Ja, nee, da fährt sie zu schnell. Aber jetzt sind wir ja weiter rangekommen. Jetzt dürfte es klappen. Oder? Ja, okay, also wir können treffen. Okay, da war es schon mit der Länge. Schade. Konnte jetzt nicht drauf schießen. Da müssen wir die Horschel nehmen. Noch einen Flugzeugträger. So, markieren schon mal den Torpedobomber dort. Das, falls der uns zu nahe kommt. Aber ich glaube. Naja, nee. Das Ding wird dort noch kreisen. Falls der uns zu nahe kommt, dass dann. Ja. Runtergeschossen wird. Aber hier sind noch einige Torpedobomber dort und dort noch Jäger. Haben wir sehen, was uns hier noch erwartet. Noch sind sie ja nicht in Reichweite. Von daher brauche ich mir jetzt erstmal keine Gedanken zu machen. Ich fahre schön zu den Gegnern. Ne, dort hinten zur Horschau. Kurz auf die Torpedobomber hier achten. Ja, nach einem Schiff und einem Gegner zerstören und das war's. Dort komme ich echt noch nicht ran. Dort sind. Die eine Staffel ist dort und dort vorne ist noch was. Ja, gut, ich glaube nicht, dass mir irgendwas gefährlich wird. So, und jetzt geht's hier schön auf die Horschau.
Schön mit hier einer halben Breitseite. Und wir probieren auf jeden Fall das Deck von der Horseshoe anzuzünden, dann kannst du keine Flugzeuge mehr starten. Gut, die Flugzeuge sind jetzt momentan nicht wirklich gefährlich, aber ja, das ist nur eine präventive Maßnahme, ja. Dass im Fall der Fälle hier wirklich nichts mehr anbrennt. Jawohl, jetzt ist er auch angezündet. Ah, sie hat sich repariert. Wenn wir sie nochmal anzünden, dann kann sie sich nicht mehr reparieren. Gerade kommen noch schön Schaden machen. Und ich werde beschossen. Von was? Von der Kongo? Von der New York? Ah ne, von der... Doch, von der anderen New York. Los. Okay, es könnte jetzt doch nochmal gefährlich werden, deswegen drehe ich jetzt ab. Oder auf jeden Fall hier Haken fahren. Damit ich so wenig wie möglich getroffen werde. Ich habe zwar noch 12.000 Leben, aber gegen so ein Schlachtschiff sind die echt schneller runter, als man Halt sagen kann. Ja, schwerer Schaden, gleich mal 4.000 weniger. Das ist ja gar nicht gut. So. Komm, New York. Geh doch drauf. Oh, jetzt habe ich beschlossen, muss ich schnell abdrehen. Möglichst nicht getroffen werden. Oh, na gut, das ging noch. Ich bin aber trotzdem schon im roten Bereich mit meinen Lebenspunkten. So, jetzt können wir... Oh, das Flugzeugträger ist auch schon kaputt. Dann müssen wir auf die andere New York noch gehen. Oder auf noch die andere New York. Ach nee, das war noch die New York. Ja. Es sind zwei New Yorks noch. Der haben wir rumgekriegt. Oder wir haben hier mit den Tickets gewonnen. Ich hätte gerne noch zerschossen in New York. Aber da ist dann wieder mit diesem Ticket-Zeug da. Ja, ich habe gewonnen. Wir gucken uns noch kurz an, was ich geschafft habe. Ja, ein Gegner zerstört, ein Flugzeug runtergeholt. 83 Zieltreffer, drei Leute in Brand gesteckt, dreimal die Zitadelle getroffen. Das ist sehr gut. Das tat bestimmt weh. Und einmal haben wir geholfen, eine Basis zu erobern. An dritter Stelle bin ich in unserem Team. Oh, sehr gut. Mit Erfahrung, das heißt, ich habe doch einiges geleistet. Ja, AP 17.000 Schaden, HE 21.000, mit Brand jetzt nur 7.500. Gibt's Besseres, aber ist in Ordnung. Ja, zusammen ist das... Ja, sind das fast 40.000 Schaden. Das lässt sich auch sehen. Steht das hier irgendwo? Ne. Sieht nicht so aus, oder? Nö. Okay. Dann steht es eben nicht da, wie viel Schaden wir insgesamt gemacht haben. Naja gut, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Zocken, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.